laut und deutlich zu hören kriegen. Nicht schlecht. Ja, und was kriegen wir hier? 10, 20. Okay. Also ich nehme erstmal das hier. So, dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier machen müssen. Und zwar Cyborgs töten. 5 Stück. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Und ich denke mal, die dürften doch hier bestimmt nicht allzu weit weg sein. Diese Cyborgs. Ah ja, da ist ja schon der erste. So. Ah ja. So, dann wollen wir mal nehmen, was wir brauchen können. So, zack. Und nochmal. Super. So, und zack. Zack. Und jetzt wieder gelben Loot. Hier auf jeden Fall nehmen. Mal gucken. Wir müssen noch ein Cyborg müssen wir noch erwischen. Hm, dann nehmen wir doch hier den hier. So. So, okay. Wo sind denn die nächsten Jungs von Cyborgs? Ach, hier die fliegen nur rum. Toll, aber sind ja keine Cyborgs. Da sind Flügelschlund. Okay. Sind da hier irgendwelche Cyborgs? Okay. Nee. Der ist damit nicht gemeint. Wo sind die denn? Lol, 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 lol. Ah, hier. Sind wieder welche. So. Ja, kommt mal her, hier. So, das reicht doch schon aus hier, unsere Cyborgs. Töten. Wunderbar. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, wunderbar. Abgeschlossen. So, jetzt müssen wir gleich wieder zu dem Knie ins Dingsbums zurück. So. Ja, immer mit der Ruhe, Jungs. Ihr werdet nur. So. So. Auf jeden Fall kann man immer eins sagen, hier ist auf jeden Fall immer was los. Wo ist denn jetzt hier mein der andere? Okay. Hä? Wo befindet der sich? Bin jetzt schon wieder. Okay. So. Weiß zwar nicht, was das hier für ein Aufwand ist, aber okay, mal gucken. Zumindest kann man ja hier schon mal was töten. Oh. Ah, scheiße, wie komme ich denn da jetzt hoch? So. So. Ah, kommt mal, meine Lieben. So. Zack. Und zack, und zack, und zack. Keine Chance, genau. So. Oh, was will denn der denn jetzt da? Außer Reichweite für Blitze, na. So. Wunderbar.
Jetzt muss ich nur noch meinen Kumpan hier irgendwie wiederbeleben. Mein Begleiter. Und jetzt zürnen wir. Mal, wo ist denn jetzt der Knilch? Zum Satellitenkontrollturm. Okay. Wo ist das? Hm? Ist das jetzt hier irgendwo oder? Ich weiß es ja nicht. So. Einmal Blitze und zack, zack, zack. Und ich frage mich, ob ich jetzt hier richtig bin oder ich frage mal nach, was er macht. Tja, lol. Okay. Hä? Okay. Gut, mein Gefährte macht jetzt gerade eine Mission. So. Dann gucken wir mal, was ich hier noch so machen kann. Druidenrückrufstation. Ah, okay. Das ist hier. Cool. Dann machen wir doch mal diese auch nochmal. Jetzt hier irgendwie noch zu diesem anderen Kontrollding. Ah, gut. Erstmal hier diese Druiden erledigen. Okay. So, zack, mal, zack. Und weg ist er. Genau. So, der nächste Druide. So. Ah, nicht einfach. Also. Na dann. So, jetzt holen wir uns mal dies. So. Hier ist ja eine. Okay, die ist schon weg. Hm. Okay. So. Ich muss noch weiter nach dort. Okay. Ja, es ist nicht leicht hier, sich zurechtzufinden. Muss ich ehrlich sagen, weil. Oh, jetzt geht das hier nicht mehr. Toll. Lol. So. Irgendwie muss ich noch zu dieser einen dritten Station gelangen. Aber ich weiß nicht wie. Ich muss da noch hin. Irgendwie. Da ist eine Kreuzung. Ich hoffe, die lassen mich mal zufrieden, weil ich will da jetzt schnell hin. Und nicht stundenlang irgendwie kämpfen. So, die ist erledigt. Geradeaus müsste die nächste Station sein. Ach, da ist die. Ah, danke. Da muss ich jetzt hin. Ach so. Okay. Ist ja kein Ding. Die habe ich nämlich gesucht. So. Dann können wir jetzt wieder weiter. So. Zack, zack.
Wunderbar, wir können jetzt auch noch mal schnell erledigen. Mit so einem Doppelschwert, das ist ganz nicht. Ich will mir ehrlich sagen. So. So. Was will der denn schon wieder von mir? Ach ja. Wild. Wo ist denn mein Gefährte? So. Okay. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder dahin. Zu dem Knilch. Einberufung sämtlicher Druiden. Lol. Muss ich jetzt hier mit jemandem Gespräch beginnen? Ich gehöre nicht zur Armee. Sie brauchen nur meine Fähigkeiten. Okay. Ich wette, dafür bekomme ich eine Belobigung. Ja, schön. So, Tüftler 66, Marius Tyros, Lieutenant, okay, also ich muss hier irgendwie weiter. Ist nur die Frage, wo ich da landen muss jetzt hier. Also ich muss sagen, ich finde mich hier nicht so gut zurecht. Lol. Ja. Och Mensch, Leute. Das ist hier nicht einsehbar oder ersichtlich, wo ich jetzt hier landen muss. Meine Fresse. Man denkt, man muss da lang und dann irgendwie doch nicht. So, mit dem muss ich jetzt reden. Ja, richtig. Gespräch beginnen. Es heißt, der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Bol'Argen hat von eurer Zerstörung der Generatoren beim Nibray-Lagerhaus Wind bekommen. Er ist außer sich. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie er reagiert, wenn wir ihn mit der Ausrüstung seiner eigenen Cyborgs angreifen. Perfekt. Ich hoffe, er fährt aus Out. Vielleicht beschließt er ja herzukommen und zu kämpfen, damit ich ihn ausschalten kann. Wir werden unser Bestes tun, um ihn zu provozieren. Um den Hauptstützpunkt des Widerstands zu erreichen, müssen wir durch die Gorinth-Wildnis. Aha. Aber der Widerstand hat alle imperialen Offensiven mit Guerilla-Angriffen aus diesem wilden und weitgehend unbekannten Gebiet zurückgeschlagen. Ein balmoranischer Deserteur, Kavil Aharin, hilft uns zu gelangen und uns einen Weg zum Stützpunkt des Widerstands zu bahnen. Mhm. Er ist am imperialen Gorinth-Außenposten. Am imperialen Gorinth-Außenposten. So, was muss ich jetzt hier machen? Einberufen sämtlicher Druiden. Beschaffe den Druiden-Kampfchip des C11-Kampfdruiden. Okay, den habe ich noch nicht anscheinend. Und ich befürchte, ich muss hier wieder irgendwie... Warum kann man nicht hier... Doch, jetzt kann man... Bin ich jetzt hier richtig? Okay. So, muss los. Ah. So. Ah, den muss ich jetzt erstmal nehmen. Alles klar, ja, das ist mein Ding. So schwer dürfte das sein. Ich bin da nicht kurz gleich zu kriegen. So. So, ah ja, jetzt kriege ich gleich das, was ich noch brauche. So, und was muss ich jetzt machen? Außenposten Imperium, da ist der Sanitätsdruide. Einberufung, liefere den Druidenkampfchip beim Terminal ab. Okay. Ja, dann machen wir doch das glatt mal. Ich hoffe, ich bin jetzt gleich hier wieder richtig unterwegs. So.
ist nicht einfach hier sich zurechtzufinden, muss ich ehrlich gestehen und sagen. So, bin ich hier richtig oder? Ah ja, hier müssen wir jetzt hin. Okay. Na, dann machen wir das mal. So, annehmen. Super. Dann haben wir das auch erledigt. So, und jetzt? Tüftler 66, Manotyrus. Zur Gewinnschlucht der Wissenschaft auf der Spur. Okay, aber... Was haben wir jetzt noch an der Kontakt, Reise nach bla, der Wissenschaft auf der Spur? Okay, begib dich zur Aufzeichnungskammer. Gegenstand zu modifizieren. Warte mal, die mache ich mal weg. Die Mission. Raumjäger-Einführung. Okay. Verzweiflung. Melde dich bei Kavil Arvin. Gut. Ja, da müssen wir wohl da irgendwie irgendwo noch lang. Ich frage mich nur, wo das ist. Weiter nach rechts. Gut. Ist ja kein Ding. So, einmal springen. Zack. Lol. Bin ich jetzt hier falsch oder? Okay. Na, aber ich habe jetzt hier einen anderen Auftrag wohl noch offen. Okay. Mal schauen, ob ich da jetzt lang gehen kann. Also ich bin noch auf dem richtigen Wege anscheinend. Ja, Feinde links und rechts, das liebe ich immer ganz besonders. So. Und jetzt muss ich hier gleich noch ein Stückchen geradeaus, dann müsste ich eigentlich da auch lang kommen. Lol. So. Ich glaube, das müsste doch hier irgendwo... Ah ja, hier haben wir wieder was zum Angreifen. Aber kein Problem. Super. Und zack. Und... sehr schön. Und weg. So. Bin ich jetzt hier richtig, oder? Ah ja. Na, gucken wir mal. Ich müsste hier irgendwie wohl... wo muss ich denn jetzt lang? Also, das ist halt ein kleines Problem. Man weiß nicht, wo man lang soll. Okay, das ist wohl anscheinend doch nicht das... Okay. Mal gucken, da ist eine Reisemöglichkeit. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt was machen kann. Also, das ist ja ein bisschen unübersichtlich jetzt hier alles. Anscheinend bin ich jetzt hier. Okay. Wo waren noch hier noch Aufträge zu erledigen? Ich verstehe das nicht. War es das schon jetzt oder wie? Verzweifelt. Reiseroute bestätigt. Melde dich für ein Nissen bei Charlie Arin. Am Gorinth-Außenposten des Imperiums. Ja, wo zu ist denn der? Diensten, mein Lord. Reiseroute bestätigt. Ich würde ja hingehen, wenn ich wüsste, wo das Vieh ist.
Also so einfach ist es nicht. Okay. So, da muss ich jetzt landen. Okay. So. Aha. Das Ding schießt einfach in die Luft, okay. So. Bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Ah ja, da. Da scheint was zu sein. Mein Sith Lord, es ist mir eine Ehre. Wie gefällt euch Balmorra bislang? Wirkt ziemlich belanglos, was? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ihr klingt nicht wie ein Imperialer. Kommt zum Punkt. Ich dachte, das ist eine Operation des Imperiums. Ich dachte, der Lieutenant hätte es euch gesagt. Ich bin Balmorana. Aber ich bin auch Geschäftsmann. Patriotismus ist schlecht fürs Geschäft. Tod auch, aber nicht in jeder Hinsicht. Getarnte Truppen des Widerstands haben die imperialen Außenposten infiltriert, starten Blitzangriffe und hinterlassen keine Spur. Das Imperium meint, sie sind nicht zu besiegen. Ich sage, sie sind es doch. Woran denkt ihr? Was schwebt euch vor? Man sieht sie nicht, bis sie einen töten, so sagt man. Aber ich habe die Technologie gebaut, mit der sie sich verbergen. Ihr Lager ist in der Gorinth-Wildnis. Aber sie haben rundherum Minen gelegt, um Fremde fernzuhalten. Passt auf, wo ihr hintretet. Mit diesem Gerät könnt ihr die getarnten Kämpfer entdecken. Aber sie sind schnell. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, schlagt behende und brutal zu. Okay. Ja, getarnte Truppen töten. Gut, okay. Jetzt ist die Frage nur, wo... Hammerstation... da muss ich das machen, aber wie komme ich da hin? Ja, das ist irgendwie nett. Gut. Ja, ich bin jetzt hier immer noch auf Balmorra und werde mal schauen. Ich musste jetzt ja hier runter diese getarnten Geschichten da entdecken. Ich hoffe, ich bin hier richtig auf dem Weg. Ich schätze mal, ich muss jetzt hier gleich hier irgendwie runter. So, okay. Und jetzt hier warten, schätze ich mal. Na komm, bing. Ja, auf Fahrstühle muss man leider immer mal wieder warten. So. So, los, komm, rauf hier. So, jetzt muss ich hier runter, ne? Und dann... Mal gucken, dann müssen wir ja hier irgendwo diese getarnten... Ah ja, hier habe ich ja ein Tarngerät. Ja, richtig. Das wird wohl nicht ganz so einfach. So. Jupp, hier ist niemand. Okay. Dann können wir dieses Vieh ganz in Ruhe angreifen. So. Oh, ach, die machen das. Ja, so ein Effekt, ja. Dass man dann kurz stillstehen muss. Verstehe. So. Bin ich richtig unterwegs? Gleich muss ich irgendwie... Oh, lol. Ja, und nun? Ah, bin ich falsch? Eieiei. Na gut. Also einmal falsch. Ja. Meine Güte. So. Dann müssen wir mal warten.
bis der Fahrstuhl kommt. Oh, da ist der nächste. Schnell hin. So, zack. Bitte nach oben. Danke. Hohoho. So. Ja. Hier muss man wirklich vorsichtig sein, also dass man nicht runterfällt. So. Ah, ist nicht so das Ding. So. Wollen wir mal gucken. Irgendwie muss ich doch hier. Also da irgendwie hinkommen. Wo ich hin muss. Ist nur die Frage, wo. Ah, okay, okay, okay. Jetzt habe ich. Also hier war. Falsch. So. Dann machen wir mal wieder, lösen wir mal auf. Ah, wo bist du denn da? Das ist gleich die erste. Ja, wie soll ich sagen? Gruppe. So. Und zack, und zack, und zack. So. Die sind schon mal erledigt. Wunderbar. So, die erledigen wir auch hier schon mal. So. Die bringen dann nämlich auch noch ein paar Erfahrungspunkte. So. Sehr gut. So, jetzt wieder das Gerät einsetzen. Na, irgendwo wäre hier. Nein. Na gut, dann werden wir die hier mal schnell angreifen, die Damen hier. So. Nein, nein, da nimmt man mit der Ruhe hier. Die hauen aber auch auf einen Druff hier. So, jetzt müssen wir zürnen. Jetzt müssen wir zürnen. Um wieder Heilung zu erfahren. Mein Gefährte ist auch soweit. Sehr schön. Dann werden wir mal jetzt hier auslösen. Man sieht die ja nicht, das ist ja das Problem. Ach, da sind sie. Wollte ich gerade sagen, ich habe sie doch gerade entfernt. So. Tarnsoldat. Jetzt ist er enttarnter Soldat. Ne? Ja, genau. So, dann wollen wir mal gucken. Was? Mein Vieh ist tot, mein Begleiter. Na toll. So. Na toll, jetzt kommt auch noch die anderen Figuren auf noch auf dem Spiel hier. Ja, tolle Wurst. So, los hier. Ei, 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 Transporten hier. Ja, die sind auch nicht ohne. So. Die Soldaten habe ich nämlich noch geschafft, oder? So. Jetzt zürnen. So. 1, 6, 5, 4. Adliger Herdenhäuser. Ach, okay. Sehr interessant. Okay, und das war er. Ja, einzeln sind sie nicht so stark. Ich wollte die wirklich einzeln angreifen nur. So. Hallo. Und wie ist die? Oh, gleich zwei von denen. Na, das ist aber ganz nett hier. So. Noch irgendwelche Fragen? Gut. Dann wollen wir mal hier die getarnten Soldaten versuchen zu entdecken. Nein, hier sind keine. Versuchen wir mal hier. Hälfte haben wir ja schon mal. So. Ah, da sind sie ja. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. So. Du bist gleich tot. Wunderbar. Ja,
nur noch drei. So. Ja, gleich bin ich wieder genesen. Ja, dann nehmen wir mal alles. So. Guten Tag, Herren. Ihr seid wirklich nicht unsichtbar. Damit habe ich eine gute Nachricht für euch. Ihr solltet nicht verraten. Die schlechte Nachricht ist, tja, und das geht schneller als ihnen so lieb ist. Wunderbar. So, dann gucken wir mal hier. Vielleicht gibt es hier auch ein paar. Und? Ja, bestens. So. Ja, der schießt auf mich. Soll er ruhig. Dann wirst du gleich sehen, dass du ihm da nichts nützt. So. Ja, jetzt muss ich wieder diese medizinische Sonde holen. Das dauert einen kleinen Tuck. Ja, die sind nicht schlecht. Die sind nicht schlecht. Ja, muss ich den jetzt hier wieder... Ich muss doch nur noch einen Soldaten hier töten. Ja, die beiden sollte ich auch hier gleich mal erledigen. Der hat so ein Heilervieh bei sich. Ja, ja, ja. Ist nicht schlecht. Schauen wir mal. So. Schönen. Jetzt zürnen wir uns hoch und dann erledigen wir hier den Rest. So. Genau. So, und weg mit ihm. Und mit dem auch hier. Und zack und zack und zack. Und na, der wird ihm ja unfair werden. So. Enttarnen. Okay, hier ist nichts zum Enttarnen. Dann wollen wir mal die drei hier. So. Boah. Das wirft einen glatt um, wa? Ja, das kenne ich irgendwie. Wenn einem irgendwas flasht. So. Also, ich muss ehrlich sagen, nicht schlecht. So, jetzt wieder zürnen, heilen. Muss sein. So. Dann wollen wir mal gucken. Hier muss doch noch irgendwo was sein. Irgendwo müssen die Viecher doch noch sein. Hier muss doch nur noch ein Typen. Nein. Ja, wo versteckt ihr euch? Hier? Nicht? Na gut. So. So, jetzt kommen die hier weg. So, zack. Dieses Doppelschwert ist nicht schlecht. Also... Macht Laune damit zu kämpfen, muss ich ehrlich sagen. Oh, hier sind ein paar Credits, kriegt man hier noch. So. So. Und ein bisschen 3-3 und dann die 1 noch zwischendurch. Und schon ist er weg. Meine Herren, so. Ja, dadurch ist er geflasht und liegt auf dem Boden. So. Was soll das denn hier, ja? Versuchen mich hier von der Seite anzugreifen, ne? Ah, es gibt's aber hier nicht. So, hier müssen doch diese getarnten Viecher irgendwo sein. Mal zu gerne wissen, wo jetzt die letzten sind.
Anscheinend hier nicht. So. Hier sind wieder diese beiden Viecher. So, die erledigen wir mal nebenbei. Wenigstens Erfahrungspunkte. Ich muss nur noch einen killen. Ah, sie muss nämlich das gleiche machen. Ja, ich suche auch noch. Mach mal. Zack. Nein. So, ich mach auch noch mal. Nein. So, hier die Stelle erledigen. So. Tja. Den geht das schlecht hier jetzt. So. Solange sie am Boden liegen, sind sie dann noch ein bisschen verletzlicher, weil wenn sie aufstehen, dann müssen sie erstmal hochkommen und dann kann man den so ein bisschen weit überbrezeln. So. Jetzt nochmal schnell zönen. Die müssen doch hier irgendwo sein, diese Viecher. Ich frag mich bloß nur wo. Ich brauch doch nur noch einen. Meinen. Die hier sind. Jawoll. Hier seid ihr, Alter. Ja, bestens. Hatte ich doch glatt den richtigen Riecher gehabt, ne? So. So, jetzt gehen wir mal schnell. So, kehre zu Kavil Arin zurück. Na bestens. So. Das ist alles erledigt. Diese getarnten Truppen haben wir ja vernichtet. Die sind jetzt also nicht mehr ja, wie soll ich sagen, die sind nicht mehr eine Gefahr, eine Bedrohung. So, jetzt muss ich nur mit dem Knilch hier gleich wieder sprechen. Und dann, tja, haben wir es ja. Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut, Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Mein Sith Lord erlaubt mir meine äußerste Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit euch auszudrücken. Operation Umschwung war erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Arin nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Ja, er wird sterben wie die anderen auch. Danke, bringen wir es Ende. Ich hoffe, er taucht auf. Dann bringe ich ihn um. Das hoffe ich auch. Nun, da die Wildnis wieder sicher ist, sind wir bereit für den letzten Angriff. Colonel Vrain, Leiter des Imperialen Gebietssicherungskorps, ist hier, um die Mission zu beaufsichtigen. Er ist beim Sundari-Außenposten in Angriffsreichweite des Hauptstützpunkts des Widerstands. Jetzt oder nie. Tja, also das klingt jetzt schon mal gut. Das ist ja schon mal... Was können wir denn bei denen hier noch erledigen? Waffenbereit. Luftangriffskommandant Nedis zu euren Diensten. Einen Moment. Bei Bereitschaft feuern, Falkenanführer. Okay. Profunde Bomben sind unterwegs. Generatoren zeigen keinen Schaden. Sollen wir noch einen Anflug starten? Ach, was hätte das für einen Zweck? Zur Basis zurückkehren. Da habt ihr es. Die Schildgeneratoren des Widerstands sind so gut wie unbesiegbar.
Zu verschanzt für unsere Bomber. Zu gut gepanzert für Bodenangriffe. Verstehe ich richtig, dass ihr die Bombardierungen beaufsichtigt? Ganz recht. Frisch befördert. Und ich werde die Position nicht lange innehaben, wenn wir nicht bald das Problem mit den Generatoren lösen. Zu dumm, dass unsere Lösung derart kompliziert ist. Dieser Planet wird von Laserverteidigungssatelliten umkreist. Die meisten wurden bei der Invasion zerstört, aber einige funktionieren noch. Wenn wir die Lasersatelliten mit ihrem Kontrollturm übernehmen würden, könnten wir sie auf dem Planeten ausrichten und die Schildgeneratoren zerstören. Mein Vorgänger nannte es Operation Feuerstern. Wenn ihr einen Plan habt, warum diskutiert ihr dann noch? Feuerstern wurde eingestampft. Da der Widerstand uns bei jedem Schritt zusetzt, ist es unmöglich, den Kontrollturm einzunehmen. Und wir haben keine Alternative. Wenn Operation Feuerstern weiter auf Eis liegt, ist die Luftkampagne dem Untergang geweiht. Aber vielleicht könnt ihr schaffen, was ein Trupp Soldaten nicht geschafft hat. Natürlich. So, der Colonel Warren. Wo ist denn der denn jetzt schon wieder? Nee. So. Gehen wir mal da zu diesem Dingsbums zurück. Okay.